Hi, ich bin der Alex von eberslern.de. Und hi, ich bin der Andreas von schlagzeug-lernen.de. Schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust, denn heute gibt es ein spezielles Video. Und zwar, siehst du schon, der Andi ist heute dabei und wir werden dir heute 5 Tipps geben, worauf du achten solltest beim Zusammenspiel mit anderen Musikern. Wir sind hier zusammen in seinem Proberaum bzw. in seinem alten oder in unserem alten Proberaum. Und wenn du vielleicht das ein oder andere Geräusch noch von woanders hörst, das sind hier die Bands, die hier drin üben. Aber das soll uns nicht weiter stören. Legen wir gleich los mit dem ersten Tipp, worauf du achten solltest beim Zusammenspiel mit anderen Musikern. Viel Spaß! Als Tipp 1, einfach machen. Viele denken, sie müssen das Instrument erstmal richtig, richtig gut spielen können, bevor sie mit anderen Leuten zusammenspielen. Das kannst du gerne so tun, aber meiner Erfahrung nach solltest du einfach so bald wie möglich, wenn du das natürlich willst, mit anderen Leuten zusammenspielen. Denn es wird dieser Moment, jetzt bin ich bereit, mit anderen Musikern zusammenspielen, der wird so nicht kommen. Es wird immer irgendwas geben, wo du dir denkst, das muss ich vielleicht noch ein bisschen besser können, das sollte ich vielleicht technisch doch noch auf einem anderen Niveau spielen, damit ich überhaupt mit anderen Leuten was zusammenspielen kann. Meiner Meinung nach solltest du eigentlich, sobald du Töne auf dem Bass spielen kannst, einfach mit anderen Leuten zusammenspielen. Es gibt da zum Beispiel den Einsteiger-Crash-Song von mir und den kannst du zum Beispiel auch einfach mit dem Schlagzeuger oder mit den Gitarristen zusammen spielen. Oder Andi, wie siehst du das Ganze? Ich sehe das genauso. Also oft sperrt man sich als neuer Musiker oder als Anfängerin oder Anfänger direkt im Proberaum ein und übt über Jahre lang sein eigenes Instrument. Dabei könnte man in der Zeit schon wirklich viel von anderen Musikern noch lernen. Genau richtig, Andi. Es werden Fehler passieren. Es wird irgendwie passieren, dass ihr nicht zusammenspielt, dass ihr irgendwie nicht aufeinander hört. All diese Sachen werden passieren und die passieren lieber früher als später. Und genauso meine ich das auch mit dem sich mit anderen Leuten treffen und zusammenspielen. Mach das lieber gestern als morgen. Mach das einfach so bald wie möglich, dass du dir einen befreundeten Gitarristen, einen befreundeten Schlagzeuger suchst und mit ihm einfach ein paar Sachen zusammenspielst. Um das mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, warum das eigentlich einen so weit bringen kann oder warum einem das irgendwie auch nochmal auf die nächste Stufe zu bringen, habe ich mein kleines Beispiel hier vorbereitet mit dem Andi zusammen. Nämlich, wenn du mit jemandem zusammenspielst, wirst du merken, dass manche Sachen vielleicht gar nicht so gut hinhauen, wie du das immer so dachtest. Du hast schon mal mit einem Playalong gespielt oder hast schon mal so einen Song dazu gespielt und das hat gut geklappt. Das ist schön, das ist auch eine gute Vorübung. Aber wenn du jetzt mit jemand anders zusammenspielst, das ist ja auch ein Mensch. Eine Aufnahme, ein Playalong, das ist perfekt. Da wurde so lange dran rumgeschraubt, bis das funktioniert und du kannst dich da quasi draufsetzen. Und jetzt hast du aber mit einem anderen Musiker zu tun und der macht ja vielleicht auch einen Fehler. Der macht vielleicht irgendwie auch, der menschelt zu gut Deutsch. Und es kann sein, dass du zum Beispiel so Sachen, die ihr rhythmisch gedacht, ich kann das eigentlich ganz gut, auf einmal gar nicht so gut miteinander klappen. Ja, dass du quasi eine Bassdrum-Figur, also irgendeine Rhythmusfigur, doch nicht so gut spielen kannst, wie du dachtest. Und das wollen wir uns einfach mal zeigen, wie sich das anhören kann und wie du daraus quasi auch lernen kannst. Das war jetzt natürlich sehr überspitzt dargestellt. Ich habe es natürlich ein bisschen übertrieben. Aber du weißt, wo ungefähr die Reise hingehen soll. Tipp 2, weniger ist mehr. Wie ich schon im Tipp 1 gesagt habe, wenn du mit Leuten zusammenspielst, kommen auf einmal ganz andere Sachen zum Tragen. Und es ist um einiges wichtiger, dass das, was du machst, auf den Punkt kommt, als dass du viel machst und wo dann vielleicht ein paar Noten mal auf den Punkt sind. Und denk dran, es sind auch noch andere Musiker dabei. Ja, jetzt in unserem Beispiel sind wir ja quasi nur zu zweit. Wir haben noch das Schlagzeug dabei. Wenn du dann in einer Band spielst, da hast du ja auch auf jeden Fall noch einen Gesang oder wenn ihr mit Gesang spielt, natürlich einen Gesang. Oder du hast auch noch ein Harmonieinstrument, also eine Gitarre oder ein Keyboard. Die wollen alle ihren Platz haben. Du musst das Ganze nicht zukleistern. Du musst nicht mehr Töne spielen als nötig. Und das Ganze wollen wir auch jetzt mal an einem Beispiel zeigen. Wir machen das Ganze einfach mal so. Wir spielen diesen Groove, den wir auch gerade eben gespielt haben. Und dann versuche ich einfach mal dem Andi zu zeigen, was ich da eigentlich schon machen kann. Oder hast du da vielleicht noch ein paar Ideen, was man auch dazu sagen könnte? Genau das stimme ich dir zu. Also man ist nicht der Mittelpunkt der Band, obwohl man sich eigentlich sehr viel mit seinem eigenen Musikinstrument beschäftigt hat. Ja? Man muss wirklich Raum für andere Musiker lassen. Tipp Nummer 3, Timing ist alles. Wenn du diesen Kanal schon ein bisschen länger verfolgst, dann wirst du merken, dass ich da schon ziemlich großen Wert drauf lege, einfach weil das für uns, gerade als Rhythmus-Section, also gerade als Schlagzeug und Bass, immens wichtig ist. Wir beide, Schlagzeug und Bass, wir bilden einfach quasi das Fundament, das Uhrwerk einer jeden Band. Und wenn wir beide nicht funktionieren, dann funktioniert die Band nicht. Da kann die Sängerin singen, wie sie will, da kann das Gitarren-Solo toll sein, wie es will. Wenn hinten dran eine schlechte Rhythmusgruppe sitzt, die kein gutes Timing hat, dann ist die ganze Sache nicht so wahnsinnig viel wert. Was meint Timing überhaupt? Timing bleibt, dass du in einem Tempo vom Anfang des Stückes idealerweise bis zum Ende des Stückes gleich bleibst und zwischendrin keine Schwankungen hinlegst. Aber das hat natürlich trotzdem alles seine Grenzen. Denn
Das Timing bestimmt im Großen und Ganzen eigentlich immer das Schlagzeug. Jetzt weniger, weil er irgendwie derjenige ist, der das beste Timing hat, sondern einfach, weil es das lauteste Instrument ist und das am ehesten steuern kann, wo es hingeht. Das heißt, wenn du als Bassist merkst, der wird quasi gerade schneller, beharr nicht auf dein Tempo. Denk nicht, haha, der hat aber ein schlechtes Timing, ich halte meins durch. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Ihr sollt ja trotzdem miteinander spielen. Und lieber wird die Band insgesamt ein bisschen schneller, als dass sie der eine ein bisschen schneller wird und der andere bleibt irgendwie drin, hinten drin und sagt, ey, mein Tempo ist richtig, deswegen bleibe ich einfach auf dem Tempo. Oder Andi, was meinst du dazu? Genau so ist es. Ja, also das ist natürlich sehr viel Verantwortung, was man hier hat. Und das ist auch nicht schlimm. Ja, also nimm dir wirklich die Zeit und redet auch miteinander. Ja, also wenn ich jetzt immer zu schnell werde oder zu langsam und der Alex sagt das zu mir, dann ist das wirklich sehr gutes Feedback und damit kann ich arbeiten. Ja, da kann ich mir direkt beim nächsten Üben das direkt aufschreiben. Ja. Und dann weiß ich auch, was ich zu üben habe. Also redet auch wirklich miteinander. Genau, und wir haben hier mal was vorbereitet. Wir machen den gleichen Groove, wie wir quasi bei den anderen Sachen auch schon gespielt haben. Und zeigen einfach mal, wie sich das anhört, wenn einer schneller wird. Ja, wenn quasi zum Beispiel das Schlagzeug schneller wird oder auch der Bass schneller wird. Und dann werden wir euch auch mal zeigen, wie sich das anfühlt, wenn einer schneller wird und der andere beharrt auf sein Tempo. Man konnte jetzt richtig merken, wie der Andi bewusst nach vorne gespielt hat. Bei dem einen Mal habe ich einfach mitgespielt, bin quasi mitgegangen, quasi im Tempo. Und beim anderen Mal habe ich versucht, das fällt natürlich extrem schwer, da dagegen zu spielen, aber habe einfach mal versucht, einfach, dass er mal hört, was dann unumstößlich doch besser klingt, nämlich wenn man mitgeht. Das heißt, wenn das Timing sich ändert, es ist nicht cool, dass es passiert, aber es wird passieren. Deswegen geh einfach mit, ihr sollt zusammenspielen, nicht gegeneinander. Tipp 4, bleibe im Motiv bzw. bleibe im Groove und spiele klar. Das tut sich im Endeffekt ein bisschen ergänzend zum Tipp Nummer 2 mit weniger ist mehr. Ich wollte den bloß nochmal gesondert aufstellen, einfach damit dir klar wird, was ich eigentlich mit diesen Motiven und so meine. Es ist ja im Endeffekt meistens so, dass wir einen Groove haben, der sich durch das ganze Stück zieht, beziehungsweise durch einen Songteil zieht. Weil wir haben einen Vers, da haben wir den einen Groove und dann haben wir einen Refrain oder eine Bridge und die hat einen anderen Groove oder vielleicht auch nur eine Variation von diesem Groove. Spielt jetzt auch gar nicht so die Rolle, wie es im Detail ist, sondern einfach nur wichtig ist, bleib bei diesem Groove. Und beim Klarspielen meine ich ganz einfach, wenn du ein Fill spielst, wenn du irgendwas veränderst, dann sollte das immer musikalisch Sinn ergeben. Mach keinen Fill, weil du, ja, auf dem Griffbrett bin ich gerade dort, da habe ich letztens einen Fill gelernt, na, dann mache ich das doch einfach mal. Nee, spiel einen Fill einfach, um woanders hinzuführen. Es macht immer Sinn, nicht zum Beispiel im zweiten Takt einen Fill zu machen und dann kommt eigentlich gar kein neuer Teil, weil vom zweiten auf den dritten Takt so kurz ist keine Strophe, sondern mach das am besten am Ende von einer Strophe, um zum Refrain zu führen oder zum Beispiel zum nächsten A-Teil oder zur Bridge hinzuführen. Oder Andi, wie siehst du das Ganze? Genau, so sehe ich das auch. Also man ist natürlich auch als Schlagzeuger schuldig. Ich bin da auch schuldig, weil ich will natürlich auch zeigen, was ich kann. Und das habe ich am Anfang auch oft gemacht, diesen Fehler. Einfach total alles überspielt, alle Grooves, alle Fill-ins in einem Song rausgehauen, damit der Alex weiß, was ich drauf habe. Genau, und eigentlich kommt das beim Mitmusikern genau andersrum an. Es ist weniger so dieses, boah, der kann aber cool spielen, weil er ja so wahnsinnig viel kann, sondern eigentlich... Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich über die Jahre sehr schmerzvoll erleben müssen, aber jetzt habe ich es einfach gelernt und will es euch natürlich weitergeben. Es ist eigentlich um einiges cooler, wenn da hinten in der Band am Schlagzeug und am Bass zwei Jungs sitzen oder zwei Mädels und die ihr Zeug einfach verlässlich machen und man kann sich darauf verlassen, wenn die einen Fill spielen, dann wird wahrscheinlich irgendwie ein nächster Teil kommen und die haben nicht gerade sich einfach nur gelangweilt und spielen jetzt irgendwie was anderes. Wir wollen euch das Ganze natürlich auch nochmal kurz zeigen. Und zwar, wir machen jetzt einmal so, dass ich jetzt einfach mal ganz wild auch jederzeit einfach mein Motiv ändere. Also während dieser vier Takte, die wir spielen, einfach mal völlig neue Motive spielen und auch Fill-ins oder wie auch immer. Und dann werden wir mal zeigen, wie schön das ist, wenn man das Ganze einfach klar spielt, weil dann klar ist, ah, jetzt kommt was Neues. Immer der wichtigste Tipp zum Schluss. Tipp Nummer 5. Höre den anderen zu.
Passt das, was ich eigentlich mache, zu den anderen? Oder spiele ich das eigentlich nur, weil ich es gerade geübt habe? Ist das, was ich gerade tue, wirklich der Musik zugänglich? Also bringt es den Song und das, was ich gerade spiele, um einiges weiter? Oder mache ich das eigentlich nur, weil ich es gerade geübt habe und natürlich auch mal anwenden will? Das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die du wahrscheinlich ganz gut kennst, oder Andi? Das ist mir am Anfang auch passiert. Ich habe natürlich nur auf mich gehört und ich war auch wirklich erstmal mit meinem Instrument beschäftigt. Ja? Und da muss man sich vielleicht erstmal einfache Grooves als Schlagzeuger hernehmen, damit man wirklich auch die Ohren frei hat, um auf den anderen Musiker zu hören. Genau, zuhören ist nämlich eigentlich das eigentlich Wichtige bei der Musik. Das mag ein bisschen logisch klingen, aber leider ist es oft in der Realität gar nicht so, dass man das immer so wahnsinnig antrifft, sondern oft sind die Musiker dann in ihrer eigenen Welt, man übt halt gerade die und die Sache und will sie natürlich auch anwenden. Und das ist im Endeffekt auch die Quintessenz von der ganzen Sache. Wenn ich mit anderen Musikern zusammenspiele, dann ist das eigentlich ein bisschen hinfällig, was ich gerade übe und ob das, was ich gerade übe, musikalisch gerade gebraucht wird. Du solltest nicht an deinem Limit spielen und du solltest nicht das spielen, was quasi wirklich in deinem Überalltag gerade eine Rolle spielt, sondern das, was musikalisch am meisten Sinn ergibt. Und wenn es am meisten Sinn ergibt, eine ganze Note in diesem Moment zu spielen, dann spielst du halt eine ganze Note. Und wenn es gerade Sinn ergibt, Achtelnoten zu spielen, dann spielst du eben Achtelnoten, weil sie halt musikalisch am meisten Sinn ergeben. Je nachdem, wo du natürlich auf dem Instrument stehst. Wenn du das dann noch nicht kannst, kannst du es natürlich auch noch nicht spielen, ist ja ganz klar. Aber versuche trotzdem, nicht so sehr von deinem Musiker-Ding auszusehen als Bassist, sondern versuche als Musiker zu denken, als will ich mir das so anhören, will ich, dass die Musik so und so funktioniert. Das waren die 5 Tipps. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuschauen. Ich danke natürlich auch dem Andi, dass er sich die Zeit genommen hat, dass wir hier in unserem alten Proberaum, in dem wir so wahnsinnig viele schwitzige Sessions veranstaltet haben, einfach mal die Zeit genommen haben, um dieses Video aufzunehmen. Du kannst natürlich den Andi, seinen Kanal, das verlinke ich dir unten drunter, auch nochmal auschecken. Da sind viele interessante Videos über Schlagzeugspielen drauf. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Vielen Dank und was ich noch unbedingt noch sagen wollte, das ist... Wir haben das einfach mal ausprobieren wollen, wie das bei euch irgendwie auch ankommt, hier zusammen ein Video zu machen. Wie findet ihr diese ganze Sache? Sollten wir vielleicht 1-2 Videos davon auch nochmal machen, um zu wissen, wie kann ich denn mit einem Schlagzeuger zusammenspielen? Lasst es uns wissen, schreibt es mir unter die Kommentare. Und vielleicht hast du auch noch ein paar Ideen, auf was man achten sollte, wenn man mit anderen Musikern zusammenspielt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Alex von eberslern.de. Ciao.